Herzlich willkommen bei Madame Lenormand, deiner spirituellen Welt. Ich bin die Michaela und erzähle euch heute ein bisschen darüber, wie gut der Steinbockmann mit der Krebsfrau zusammenpasst. Ja, die zwei, die haben also wirklich ein sehr, sehr, sehr unterschiedliches Naturell. Und dennoch besteht zwischen den beiden schon eine berechtigte Chance, doch auch in eine sehr erfüllte Beziehung hineinzufinden, wenn sie es schaffen, das Rollenbild klar zu definieren, klar aufzuteilen. Der große Unterschied zwischen dem Steinbockmann und der Krebsfrau ist, dass der Steinbockmann sich selbst immer an allerletzte Stelle stellt und vorweg kommt immer die Gesellschaft oder die Gruppe, um die er sich kümmert. Denn er ist sozusagen der Hüter der Gesellschaftsnormen und übernimmt immer sofort die Verantwortung von Menschen, die ihn umgeben. Also wie gesagt, die Familie oder den Verein oder auch im beruflichen Bereich. Und der Steinbock ist eben halt auch immer dort zu finden, wo es um Gesellschaftskonformität geht oder um das Transportieren von Gesellschaftsnormen, wie zum Beispiel in der Schule der Lehrer oder der Polizist, der auf der Straße das Leben regelt oder eben halt auch in der Politik. Und die erfolgreichsten Fußballtrainer sind zum Beispiel Steinböcke. Da könnt ihr mal nachschauen, Ottmar Hitzfeld und wie sie alle heißen. Also der Steinbock ist immer sehr prädestiniert als Typ Person, um Gruppen zu lenken und zu leiten. Und er ist sehr nüchtern. Also bei ihm ist der Verstand immer zu 100% eingeschaltet und die eigenen Gefühle und Belange, die sind sozusagen verkümmert oder kommen viel zu kurz, weil er ist ein sehr pflichtbewusster Mensch. So, und die Krebsfrau, die ist das komplette Gegenteil. Also wenn irgendjemand emotional gesteuert ist, dann ist es definitiv der Krebs. Also der Krebs ist ja auch schon im zweiten Quadranten, das ist ja der Quadrant der Gefühlswelt und dementsprechend ist es eben halt auch vom Zeichen her, ist die Krebsfrau eine exorbitant emotionale Frau. Also das ist Frau pur sozusagen. Wir Frauen sind ja an sich schon emotional, aber die Krebsfrau ist eben halt emotional hoch 3000. Und das heißt natürlich auch, dass wenn sie leidet, dann leidet auch ihr Umfeld. Und wenn es ihr gut geht, dann geht es auch ihrem Umfeld gut. Und so wie die eben halt nicht sich wohlfühlt, leidet auch alles darunter. Ihre Arbeit, der Haushalt, alles. Also eine Krebsfrau, wenn die leidet, dann leidet die richtig, dann ist die auch arbeitsunfähig. Das würde natürlich für einen Steinbock niemals passieren. Also alle persönlichen Befindlichkeiten werden ja, wie gesagt, immer hinten angestellt. Aber genau darin könnten die jetzt irgendwie ein gutes Team sein. Weil was den Steinbockmann nämlich fehlt, ist der emotionale Ausgleich. Und wenn er auf eine Krebsfrau trifft, dann wäre das sozusagen wie eine Auszeit von seinem eigenen Leben. Und weil die Krebsfrau ja so viel Emotionen transportieren kann, reißt sie das Gegenüber ja sozusagen auch in diesen Sog mit hinein. Und wenn die Krebsfrau verliebt ist, dann ist die verliebt, ja. Das ist nochmal, das ist Verliebtsein hoch 3000 im Gegensatz zu allen anderen. Und das zeigt die auch, das strahlt die aus und das kommt aus jeder Einzelnen. Pore heraus und dann stellt die natürlich den Mann auch auf ein riesen Podest. Und das kommt natürlich auch bei dem ansonsten sehr nüchternen und kühlen Steinbockmann definitiv an. Und welcher Mann liebt es nicht, wenn er auf das Podest gestellt wird? Ihr lieben Frauen da draußen, mal ein kleiner Tipp am Rande. Ja, stellt die Männer aufs Podest. Da möchten sie gerne sein und immer schön sagen, oh, ohne dich wäre ich gar nichts. Dann hast du immer gute Karten und dann möchte er dir das Leben auch schön machen. Und ihr wisst ja, hinter jedem starken Mann steckt eine starke Frau, die die Fäden zieht. Das mal so am Rande. Na, zurück zu dieser Kombination Steinbockmann und Krebsfrau.
Die Krebsfrau, die liebt ja die Familie über alles. Ihre eigene Familie, natürlich will sie auch eine Familie gründen und möchte gerne Kinder haben und die würde eben halt in der Rolle der Mutter komplett aufgehen. Also gibt der Krebsfrau Kinder, dann hat sie ein erfülltes Leben. Und der Steinbockmann, der will ja auch Kinder, der will ja auch eine Familie gründen. Der wäre dann sozusagen der Ernährer, der herausgeht in die Welt und eben halt das Geld mit nach Hause kommt und die Krebsfrau würde ihn eben halt dann ein wunderschönes, tolles Leben in den eigenen vier Wänden mit viel Emotionen, wo er sich auch mal wirklich fallen lassen kann. Da würde die Krebsfrau schon für sorgen, dann eben halt gut regenerieren kann, um dann wieder hinaus in die harte, trockene Welt hineinzugehen. Also ihr seht, eine sehr, sehr schöne Kombi und da muss ich jetzt wieder sagen, es sei denn, ne? Also ihr wisst ja, also ich sag mal, die Yellow Press Astrologie, die beschäftigt sich ja nur mit den Sternzeichen und das ist ja auch der Grund, warum so viele Leute sich in ihren Beschreibungen der Sternzeichen nicht wiederfinden, weil Astrologie ist eben halt nicht gleich Sternzeichen, sondern Astrologie ist ein Geburtshoroskop, wo alle Sternzeichen drin sind, wo es 12 Häuser gibt, wo es viele Planeten gibt, die unterschiedlich in dem Horoskop ansortiert sind, immer je nachdem, wann, wer, wo, um wie viel Uhr genau geboren ist und deswegen gibt es natürlich auch unterschiedliche Steinböcke, Steinbockmänner und auch unterschiedliche Krebsfrauen. Also falls der eine oder andere sich hier gerade nicht so wiederfindet in der Beschreibung, dann liegt das einfach daran, dass du vielleicht einen starken Wittermann, einen starken Witter sozusagen im Horoskop irgendwo hast, der stark ausstrahlt oder der Uranus ist ganz stark, der gehört ja zum Wassermann in deinem Horoskop gestellt und deswegen weicht das sozusagen das Grundprinzip des Steinbockes oder der Krebsfrau auf. Hier geht es ja sozusagen um das Grundnaturell, also ohne alles andere drumherum, nur dieses Grundnaturell, was keiner von uns ist, aber um zu begreifen, wie ist denn dieses Grundnaturell strukturiert. Und natürlich hat jeder Steinbock-Mensch auch seine Steinbock-Komponenten, aber eben halt unterschiedlich ausgeprägt und natürlich ganz wichtig, wenn man sich das Horoskop anguckt, auch auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt. Also insofern ist es immer sehr interessant, wenn man sich da wirklich mit auseinandersetzen möchte, sich dann auch zu beschäftigen, in welchem Haus steht meine Sonne zum Beispiel oder was ist mein Aszendent? Dazu haben wir ganz tolle Texte bei uns auf der Webseite. Ich packe euch hier unten mal einen Link hin, dass ihr da zu unserer Webseite hinfindet. Falls ihr da mehr Spannendes nachlesen möchtet, dann seid ihr da herzlich willkommen. Ja, und falls ihr irgendwie selber überhaupt nicht weiter wisst oder weiter kommt und denkt, ich brauche da mal irgendwie einen Profi, der da mal ein Auge drauf schmeißt und mir bei der einen oder anderen Sache noch mal ein bisschen mehr nachhilft oder so, tja, ich kenne einen Profi. Kleiner Spaß. Also wie gesagt, ich stehe euch auch gerne zur Verfügung. Auch auf der Webseite findet ihr alles dazu und könnt mich natürlich gerne anrufen. Mache ich gerne eine Persönlichkeitsanalyse oder auch Partnerschaftsanalyse für euch. Also traut euch, guckt da mal einfach vorbei. Ja, ich hoffe, dieses kleine Filmchen hat euch irgendwie Spaß gemacht, Anregungen gegeben oder auch noch dazu geführt, dass ihr noch mehr wissen wollt und auf unserer Webseite vorbeikommt. Dann würde ich mich echt freuen, wenn ihr mir ein Like hinterlasst und bitte nicht nur konsumieren, sondern auch abonnieren. Abonniert mich doch bitte, das wäre ganz, ganz toll. Ich habe irgendwie die Zahl 10.000 im Auge. Also da möchte ich jetzt erstmal hinkommen, da sind wir noch Millionen Jahre von entfernt oder vielleicht auch nicht, je nachdem, wie fleißig ihr hier einfach auf das Abo-Knöpfchen drückt. Weil, wenn das nicht kommt und das dümpelt hier jetzt so weiter vor sich her, ach ja, das Leben hat so viele andere spannende Dinge, die man auch machen kann, dann höre ich eben halt einfach auf und mein Leben wird dadurch nicht weniger spannend, aber ihr kriegt weniger schöne Filmchen. Und deswegen, liebe Leute, abonnieren und dann sehen wir uns in den einen oder anderen Filmchen wieder. Und bis dahin wünsche ich ganz viel Energie.